Hey, hallo Mahlzeitfreunde. SOG bringt in letzter Zeit einen Haufen interessanter Produkte raus, muss ich echt sagen. Dieses Slipjoint-Taschenmesser finde ich ja schon der Brecher. Das Terminus finde ich echt cool. Und jetzt auch noch diese kleine Camp-Axt, ne? Kennt man ja vom Fast Hawk. Aber ich finde, die ist irgendwie praxistauglicher mit dem Schlagende hier dran. Ne? Vorne hat so ein bisschen die Axt was so vom Wikinger-Stil, ne? Hier dieser glasfaserverstärkte Kunststoffgriff, oben sitzt das massive Teil hier drin. Ne? Hier in dem Kunststoffschlitz mit fetten Schrauben und hat hier unten nochmal so eine Metallmanschette drumherum, dass wenn du am Holz machen bist, geht ja immer unten dran was vorbei, dass es hier nicht gleich das Ding beschädigt. Ist natürlich auch scharf und hier durch diese Ausbuchtung hier kann man das wunderschön so halten. Ne? Da kannst du natürlich auch kleinere Schnitzarbeiten machen. Hab eine 7 cm Klinge da vorne. Aber ich sag mal, primär ist ja eine Axt für Hackarbeiten da. Oh, da haben wir noch ein bisschen Gurtmaterial. Das legen wir doch gerade mal da auf. Sie hat ja eine leicht geschwungene Schneide. Dadurch kann man so ein bisschen das wie so ein Wippmesser verwenden. Und ja, ne, also auch Autogurt, was ja wirklich ein super zähes Zeug ist, lässt sich damit noch cutten. Ne? Aber primär ist es ja eher was zum Hacken. Ja, da kann man vielleicht so ein bisschen Feathersticks machen oder so. Oh. Ist zu stark. Bricht man gleich damit ab, ne? Geht auch. Hat natürlich keinen so super schweren Kopf wie irgend so eine größere Holzaxt mit einem Kilo-Kopf, ne? Das Ding ist ja relativ leicht. Aber so für kleine Holzarbeiten geht das Ding doch alle mal, ne? Batauen. Eine Axt ist eigentlich eher so zuschlagen gedacht. Oh. Geht auch so, ne? Gerade wenn man so was Langes hat oder was mit einer dünnen Auflagefläche, wie willst du das gescheit treffen mit ausholen? Da betonst du hier doch auch lieber damit. Und hat als Beil ja eine ganz ordentliche Spaltwirkung. Das sind ganz ordentliche Fichtenbretter gewesen. Das sieht sogar eine schöne auf der Schlagfläche, das tut nicht mal weh, denn die Ränder sind gerundet. Dann kannst du dir schön Feuerholz machen. Ne?